Hallo, heute bin ich bei dir zu Hause an deinem Schreibtisch, an deinem privaten Schreibtisch und wir werden über deine Filmarbeit sprechen. Wer bist du? Mein Name ist Jatinder Reckendorfer. Ich bin in Wien geboren mit meiner indischen Familie und bin dann im Alter von 6 mit meinem kleinen Bruder zu österreichischen Eltern gekommen. Hört sich nach einer spannenden Biografie an. Ich wurde dann auch mit 7 Jahren getauft dort, also. Der Film in Bezug zu deiner Biografie, gibt es da so Schlüsselstellen? Ja, also ich halt 13 Jahre alt war, habe ich halt dann mehr begonnen, mich zu beschäftigen, wer ich in Wirklichkeit bin oder was meine Identität ist, und habe da halt eben auch in meinen Erinnerungen gesucht nach den Antworten, was denn eigentlich da damals wirklich passiert ist. Wie zum Beispiel, dass mein Vater halt doch getrunken hat, dass meine Mutter eben diesen Selbstmordversuch begangen hat, dass ich mit meiner Mutter auch eine Nacht auf der Straße geschlafen habe. Neben der Sozangegesellschaft mitten in Wien eine ganze Nacht lang. Und bin da halt von einer Welt in die andere gerutscht. Wie geht man damit um als Kind? Ja, ich glaube, ich habe da einfach nur geschaut, dass ich einfach mal in den Tag hineinlebe mit 6, 7 Jahren, was will man dafür machen. Ich war dann eben auch schon mal gleich in der Volksschule, natürlich vorher bei meiner indischen Familie noch im Kindergarten, aber man ist halt da eben immer so, man lebt halt einfach damit, was passiert und existiert in dem Fall. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass diese Nacht mit deiner Mama auf der Straße sehr schön war. Ja. Das ist eine sehr schöne Erinnerung, ja. Das ist etwas, also was jetzt nicht unbedingt negativ ist, wie es vielleicht klingen möchte, sondern es war eigentlich sogar eine eher positive Erfahrung. Obwohl es eine Obwohl Krisensituation es eine war. Krisensituation war, ja. Wann hat es mit dem Film begonnen? Ich war ja im Gymnasium Drasestraße, dann am TGM und dann ja 2 Jahre auf der Wirtschaftsuni. Und am TGM hatte ich da zuerst so die ersten Erfahrungen mit der Bildbearbeitung, sehr intensiv, also in Photoshop, weil sie ja auch in der Schule gelernt haben. Und da habe ich mich halt Stunden zu Hause damit beschäftigt und halt eben so also privat, aber halt auch für die Schule. Und habe dann auch damit 17 schon meine erste Website gemacht, das erste Schulprojekt, wo ich dann als Schauspieler zum ersten Mal sozusagen eine Art Rolle oder eine Rolle hatte, eine Nebenrolle. Dann das Jahr darauf hatten wir so ein Jahresprojekt in der Schule. Da haben wir so internationale Kochvideos gemacht und die wir auch auf einer Website präsentiert haben. Und dann im Jahr darauf war ich beim Diplomprojekt, was wir hatten. Da haben wir ein Musikvideo erstellt und das halt in eine DVD gepackt mit 3D-Intro und halt eben Webseite. Und dann haben wir halt eben in Graz gedreht, in Burgenland gedreht, als Jahresprojekt. Mit einer Band. Genau, mit einer Band, das war eine Band, ja. Ja, durch Recherche habe ich eben damals festgestellt, auf der Wirtschaftskammer, glaube ich, war das, dass man 5 Jahre Filmerfahrung braucht und 5 Jahre Wirtschaftserfahrung, um als Filmproduzent tätig zu sein. Und habe dann auch parallel ein anderes Interesse gehabt, eben wie zum Beispiel Buddhismus, Hinduismus, also. Wolltest du nicht Millionär werden damals? Ja, das stimmt. Ich wollte damals Millionär werden. Ich habe mir darunter halt Jet-Set-Leben vorgestellt, dass man da viele Leute kennenlernt, viel unterwegs ist und an tollen Projekten arbeitet. Und war dann auch zu der Zeit dann auch auf der Wirtschaftsuni. Habe dort eben aber auch mit einem Freund schon den Multimedia-Verein gegründet gehabt. Das war Ionic Visions, später dann Meolia, wo wir dann uns alle 2 Wochen getroffen haben mit Kollegen aus verschiedensten Themenbereichen und haben über Multimedia-relevante Themen geredet. Habt ihr auch Projekte realisiert? Ja, wir haben dann eben einen Kurzfilm gemacht, also das war eine Idee von meinem Kollegen damals und die haben wir umgesetzt. Da war ich halt eben auch Produzent, habe da Schauspieler gehabt, habe da alle möglichen Drehorte organisiert und haben da aber leider nur 70, 80% fertig gemacht, weil nämlich ein Schauspieler nach England ziehen musste. Und ja, da war ich dann im Nachhinein jetzt, also zurückblickend, natürlich bereue ich das, dass wir das damals nicht fertig gemacht haben, weil die Idee war grundsätzlich sehr gut und
Ja, wir haben aber dann auch kurz darauf diesen Flashmob gefilmt damals. Das war diese Wasserschlacht am Stephansplatz, das hat auch ein Freund organisiert. Und wir haben halt das ganze Filmische drumherum aufgebaut und aus 5 Kameras gefilmt und wollten ein virales Video machen. Ist es gelungen? Ja, wir hatten dann auch innerhalb kürzester Zeit mehrere 10.000 Views, was für vor 10 Jahren nicht schlecht war. Oder vor 8 Jahren. Ja, war auf jeden Fall auch ein tolles Erlebnis, auch dabei gewesen zu sein. Was ist dann passiert? Ja, also ich habe dann einfach festgestellt, dass auf der Wirtschaftsuni die Dropout-Rate sehr hoch ist und hatte dann auch die Option, nach Vorarlberg zu ziehen und auch dort bei einem Projekt zu arbeiten. Es war nämlich ein Investor, dessen Söhne Fußball spielten und die ich filmisch begleiten konnte. Und habe dann eben auch diese Chance genutzt, bin runtergezogen und habe mir gedacht, ja, aber jetzt schaffe ich es mit dem Millionärsdasein, no risk, no fun. Und habe halt eben, ja, dann dort die Kinder gefilmt. Dort habe ich dann auch die Kamera bedient, habe dann auch die ganze Post-Production gemacht, mir die Kenntnisse aufgrund meines Basiswissens von der Schule erweitert, selber eben viele Stunden dran gesessen und hatte dann auch einen Kollegen, mit dem ich da gemeinsam die Fußballfilme gemacht habe. Also wir haben auch 2 Kameras gefilmt, haben dann eben dieses Archiv gehabt und eben geschnitten. Eines der Fußballfilme hat auch 2 Millionen Views auf YouTube und habe auch diesen Kollegen damals eingeschult. Über die Kamera, über die Post-Production und der filmt auch heute noch. Millionär werden. Ja, das ist richtig. Ich habe ja doch eben in der Vermögensverwaltung von meinem Chef damals gearbeitet, in Liechtenstein, und hatte doch eine sehr intensive Beziehung zu meinem Chef und habe aber eben festgestellt, dass die Realität halt doch eine andere ist. Ich habe mich halt mit diesen großen Fragen auseinandergesetzt, okay, die Zusammenhänge wollte ich einfach versuchen zu verstehen. Warum gibt es Arm, Reich? Warum gibt es Religion? Warum gibt es Unternehmenskrisen oder Wirtschaftskrisen? Oder ja, und haben wir dann einfach festgestellt, okay, dass die Finanzwirtschaft auch nur dort erfolgreich man sein kann, wenn man auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter geleistet hat. Und ja, und habe halt dann eben das damals eben mit 24 für mich festgestellt. Aber wieso Regie? Ja, also ich habe dann festgestellt, dass wenn ich jetzt da weiterhin in der Wirtschaft arbeite, da auch sehr viel Zeit für den Film drauf geht. Und ich habe gewusst, okay, ich muss mich jetzt committen für eine Sache, weil sonst komme ich da nicht weiter sozusagen. Und habe mich dann halt eben entschieden, ich bleibe beim Film und habe auch eben dadurch, dass ich festgestellt habe, dass es auch trotzdem auch da sehr harte Arbeit ist, weil ich auch selber bei den Fußballfilmen jedes Wochenende gefilmt habe. Wir sind um 5 in der Früh aufgestanden, egal bei welchem Regen, bei welchem Wind, bei welcher Kälte. Trotzdem haben wir die Kamera bedient und auch das ist sicherlich ein harter Weg, aber mir war klar, ich will diesen Weg gehen und da wollte ich auch nicht auf der Produktionsseite sein, sondern halt eben auf der Regieseite. Also ich wusste, dass ich auf die Filmakademie Wien gehen wollte und bin dann auch nach Wien gezogen. Habe dann 3 Jahre bei der Useful und beim Verbund gearbeitet im Web-IT-Bereich, auch als Webdesigner. Auch im Hinblick darauf, dass ich finanziell vorbereitet bin für eine filmische Zukunft. Ich habe dann eben letztes Jahr mich dann auch beworben für die Filmakademie, habe meine 3 Bewerbungsfilme eingeschickt,
im April dann auch den Schauspielkurs bei Judith Rumpf besucht und blicke mittlerweile auch insgesamt zurück auf mehr als 100 erstellte Filme, großteils davon Fußball und über 120 Webseiten. Okay, sag, und was ist da passiert mit deinen spirituellen Interessen dazu parallel die ganze Zeit, beziehungsweise mit Indien? Naja, es ist ja so, dass ich halt eben jetzt dann doch schon alle möglichen Weltanschauungen oder Perspektiven kennengelernt habe und habe dann auch mit 27 den Sikhismus wieder gefunden, aus dem meine leibliche Familie stammt. Und bin aber der Meinung, dass die Wahrheit in der Natur liegt. Und ich habe da auch von 21 bis 26 zum Einschlafen immer dieses Lied Broken Symmetry gehört, was mich immer irgendwie in diese spirituelle Sphäre dann hineingehoben hat, kann man sagen. Gebrochene Symmetrie. Symmetrie ist ja eigentlich ganz was Regelmäßiges und dann haben wir so einen Bruch drinnen. Hat das was mit Indien und Österreich und mit deiner Identität zu tun? Ja, vermutlich, also im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich schon. Und ich meine, ich war ja dann noch letztes Jahr eben in Indien, habe mich da auch einen Monat lang natürlich auch mit meinen Wurzeln nochmal beschäftigt und habe einfach festgestellt, dass ich eben weiß, dass es meine DNA die indische Herkunft ist. It's all only one tree. Johnny, Ah, don't. Okay, I got this. Mein Papa war leider nicht so ein strenger Sikh und ist auch deswegen mit 52 Jahren an Leberkrebs verstorben. Tinder und die Bilder, die ziehen sich bei dir durch. Egal ob Grafik, Webdesign, ob jetzt in der Finanzwirtschaft, im Kreativbereich, im schöpferischen, gestalterischen, wie in der Regie. Was bedeuten diese Bilder für dich? Ich habe da emotionale Gefühle in mir drinnen und die konnte ich durch die Bearbeitungen der Bilder oder der Stills, in dem Fall auch im Filmbereich, zum Ausdruck geben. Ich glaube, es ist einfach generell so, dass im Film jetzt einfach man auch diese Möglichkeit hat, Sachen darstellen zu können, die halt eben auch diese gewissen Emotionen hervorrufen. Und in meinem Fall sind es halt eben gerne diese ästhetischen, schönen Sachen, einfach die positiven Sachen. Um auch da immer wieder sagen zu können, es gibt so eine Art Hoffnung, es gibt noch immer etwas, was noch schön sein kann. Die Bilder im übertragenen Sinne jetzt, bezogen auf die Charaktere, die du darstellst in deiner filmischen Arbeit, das sind oft psychisch belastetere, Figuren, die du dir da anschaust. Worin liegt da die Ästhetik? Ja, für mich liegt da die Ästhetik darin, dass sie einfach in ihrem Mind Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht so andere nicht aushalten könnten oder würden. Und eben, die schaffen es, in ihren Sachen eine Ästhetik zu haben, etwas Schöne, das Schöne zu sehen, in ihnen vielleicht auch Leiden oder in anderen Sachen. Und dieses State of Mind sozusagen, was die haben,
mit dieser Ästhetik in Verbindung zu bringen und dass man das auch zeigen oder darstellen kann durch Film, das ist sicherlich auch so ein Reiz für mich. Ja. Die hier. Weißt du, auf die bin ich besonders stolz. Und über die brauchen wir jetzt nicht sprechen, oder? Nein, mein Gott. Diese eine Privatstunde morgen noch. Nein, Katharina! Du hast bald Turnier und es ist wichtig, dass du diese Drehung schaffst. Würdest du bitte endlich still sein? Bitte! Es gibt keine Widerrede, Katharina. Du gehst trainieren morgen.